So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich spare mir jede Vorrede. Der Bürgermeister wird Ihnen die Beschlüsse erläutern und seine Sicht der Dinge dazu sagen. Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank dafür, dass Sie so lange ausgeharrt haben. Lange Beratungen, intensive Beratungen sind aber ja auch keine einfachen Zeiten. Was ist die Ausgangslage, in der die heutige Konferenz stattgefunden hat? Deutschlandweit sinken die Inzidenzzahlen, das ist gut. Es ist also nicht so, dass die bisher ergriffenen Maßnahmen nicht wirken. In Bremen sind sie überdurchschnittlich gesunken. Wir stehen im Bundesvergleich ganz gut da mit unserer Inzidenz von 80, allerdings auch immer noch weit von der Zielmarke 50 entfernt. Wir haben gerade heute gehört, dass unser Gesundheitsamt wieder in der Lage ist, alle Kontakte nachzuverfolgen. Das ist eine gute Situation. Aber das ist keine Situation, die es überall im Bundesgebiet gibt. Bei höheren Inzidenzen ist das noch nicht zu erreichen. Und außerdem darf man sich da auf keinen Lorbeeren ausruhen, weil die Situation kann sich auch schnell wieder ändern. Und das ist der Grund dafür, warum wir heute beschlossen haben, den Lockdown grundsätzlich so, wie er ist. Und ich komme dann noch zu den zusätzlichen Maßnahmen und zusätzlichen Verschärfungen. Aber erstmal grundsätzlich so, wie er ist, zu verlängern bis zum 14. Februar. Die Gründe dafür, ich habe es eben schon gesagt, die Zahlen sinken, aber noch nicht schnell genug und noch nicht weit genug. Die Zielmarke 50 ist noch nicht in Sicht. Und zwar haben wir hier in Bremen und in anderen Ländern keinen so großen Weg mehr zu gehen, bis diese Marke erreicht wird. Aber Bremen war immer ein Anhänger auch eines bundesweit einheitlichen Vorgehens. In Zeiten, als unsere Inzidenzen hoch waren, haben wir darauf gesetzt. Und in den Zeiten, wo wir relativ niedrig sind, setzen wir auch darauf. Man braucht in den heutigen Zeiten ein bundesweit einheitliches Vorgehen, weil so kann dann und nur auf diese Art und Weise auch überzeugend argumentiert werden. Wir haben zweitens die besondere Herausforderung durch die neuen aufgetretenen Mutationen, insbesondere die in Großbritannien, die südafrikanische ist noch weiter weg, aber die in Großbritannien, die ist nah, B.1.1.7, und wir wissen noch nicht, welche Auswirkungen sie haben wird. Es gibt etliche Hinweise darauf, dass sie deutlich ansteckender ist. Das ist eine Herausforderung, deren Ausmaß und Folgen noch schwer abzuschätzen ist. Und ehrlich gesagt bereitet das Auftreten dieser Mutationen deutliche Sorgen, nicht nur bei der Kanzlerin, sondern bei allen Beteiligten. Und drittens, wir haben zwar Fortschritte mit dem Impfen gemacht, und auch da steht Bremen nicht so schlecht da, aber es wird noch längere Zeit dauern, bis wir auch nur die am stärkst gefährdeten Gruppen durchgeimpft haben. Die Planung ist ja bis Mitte Februar wenigstens mit dem Impfen der Alten- und Pflegeheime durch zu sein, wo die Menschen derzeit am gefährdetsten sind, sich anzustecken und einen schweren Krankheitsverlauf zu haben. Und deshalb passt das auch zusammen. Bis Mitte Februar haben wir die Alten- und Pflegeheime geimpft. Dann wissen wir auch genauer, wie die Herausforderungen und Gefahren der Mutation sind. Und dann sind wir auch hoffentlich von den Zahlen noch deutlich näher an der 50er-Grenze. Und damit das klappt, können die Maßnahmen jetzt leider nicht beendet werden zum 31. Januar, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Und wir wissen, welche Härten damit verbunden sind und wir wissen, welche Schwierigkeiten. Aber die Alternative wäre, wenn wir sagen würden, keine Verlängerung des Lockdowns, dass dann mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit die Zahlen sofort wieder nach oben schießen würden, mit allen Konsequenzen, die das hätte, insbesondere auf die schweren Krankheitsverläufe bei den Risikopatienten. Ja, was haben wir im Einzelnen konkret beschlossen? Neben der Verlängerung der bisher geltenden Maßnahmen bis zum 14. Februar, natürlich der Appell, auch weiterhin Kontakte extrem einzuschränken. Es bleibt bei den bisher geltenden Kontaktbeschränkungen. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass es sinnvoll ist, sich möglichst immer auf dieselben Personen
zu konzentrieren, mit dem man sich trifft. Also man darf sich ja als Haushalt mit einer zusätzlichen Person treffen, das können aber unterschiedliche sein, an dem einen Tag die Person, am anderen Tag eine andere. Es gibt jetzt keine rechtliche Verschärfung, aber die klare Empfehlung, sich möglichst in den nächsten Wochen immer auf denselben Personenkreis oder nach Möglichkeit auf dieselbe Person bei Treffen zu beschränken. Zweitens haben wir beschlossen, eine Pflicht von medizinischen Masken im ÖPNV und in Geschäften des Einzelhandels einzuführen. Medizinische Masken, das sind sogenannte OP-Masken oder partikelfiltrierende Halbmasken wie FFP2-Masken. OP-Masken sind die einfachen, allerdings auch standardisierten blauen Masken, die dem Fremdschutz dienen, effektiver als Alltagsmasken. FFP2-Masken dienen auch dem Eigenschutz und dem Fremdschutz, sind allerdings wesentlich aufwendiger. Wir werden noch diskutieren, wie wir diesen Beschluss am besten umsetzen. Eins ist dabei klar und uns allen ganz, ganz wichtig. Bevor es eine Maskenpflicht gibt, muss sichergestellt sein, dass es genug Masken gibt für jeden verfügbar und dass auch Leute mit einem kleinen Geldbeutel sich diese Masken unproblematisch leisten können. Und das heißt natürlich für Menschen, die zum Beispiel auf Transferleistung angewiesen sind, dass wir die für ganz kleines Geld oder umsonst zur Verfügung stellen müssen. Aber insgesamt müssen sich alle Menschen, wenn man eine Maskenpflicht einführt für medizinische Masken, die betreffenden Masken auch leisten können. Und da werden wir im Senat diskutieren, wie das gewährleistet werden kann. Lange und intensiv diskutiert haben wir, wie es im Bereich Schule und Kita weitergeht. Das ist ja ein extrem schwieriger und umstrittener Bereich. Warum? Weil es so viele absolut berechtigte Interessen, Grundrechtspositionen gibt, Rechtsgüter, die in diesem Bereich aufeinanderstoßen. Also erstens, es muss absolut der erforderliche Infektionsschutz gewährleistet werden für alle Beteiligten, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer in den Kindertagesstätten, Kinder, Kita-Kinder und Erzieherinnen und Erzieher und auch andere Beschäftigte. Das ist das Erste. Zweitens, es muss allerdings auch das Recht auf Bildung gewährleistet werden. Kinder, wissen wir, sind große Leidtragende von Schul- und Kitaschließungen, was ihre geistige Entwicklung angeht und was ihre Bildungsentwicklung angeht. Und wir müssen auch dem gesundheitlichen Zustand der Beteiligten Rechnung tragen. Auch da wissen wir, dass Schul- und Kitaschließungen sehr negative Auswirkungen auf Gesundheit und körperliche und seelische Entwicklung von Kindern haben können. Und all das so abzuwägen, dass eine gute Lösung dabei herauskommt, die allem gerecht wird, ist extrem schwierig. Insbesondere jetzt vor der Herausforderung auch, die die neue Mutation des Virus mit sich bringt. Und haben wir lange diskutiert, sehr intensiv diskutiert, weil es so schwierig ist, weil so viele Aspekte berücksichtigt werden müssen. Und wir haben letztendlich beschlossen, die bisher geltenden Regelungen des Dezemberbeschlusses fortzuschreiben. Der Dezemberbeschluss sagte ja, zwei Modelle, Schulen geschlossen und Notbetreuung oder Schulen offen, aber Aufhebung der Präsenzpflicht. Das ist grundsätzlich bestätigt worden, aber mit dem Hinweis, vor dem Hintergrund der neuen Herausforderungen muss man gucken, dass es noch restriktiver ausgelegt wird. Das ist die klare Maßgabe, weniger Präsenz sozusagen, ob in der Notbetreuung in den einen Ländern oder im Präsenzunterricht in den anderen Ländern. Es gab die Vereinbarung, dass es insgesamt darum geht, diese Beschlüsse, die wir schon gefasst haben, jetzt noch restriktiver anzuwenden. Was das für Bremen bedeutet, das wird der Senat diskutieren. Das kann ich jetzt auf die Schnelle heute Abend nicht sagen, welche Anpassungen, Anpassungen des bisherigen Vorgehens daraus folgen. Da müssen wir jetzt erstmal uns die Zeit nehmen und das morgen in Ruhe beraten. Eins kann ich allerdings, und vielleicht findet das ja auch dann in der Berichterstattung mal Niederschlag, sagen, es gibt keinen Bremer Sonderweg, sondern es gibt die Hälfte der Länder, die schließt die Schulen und macht Notbetreuung, und die andere Hälfte hält die Schulen offen, aber befreit von der Präsenzpflicht.
Das sind die beiden Modelle und innerhalb dieser beiden Grundmodelle gibt es dann noch verschiedene Variationen, sodass im Prinzip jedes Land in dem definierten Korridor seinen Weg geht. Aber bisher war der Korridor so und jetzt haben wir gesagt, wir müssen es restriktiver machen und müssen sozusagen stärker noch bundesweit von den Ergebnissen her zusammenrücken. Und wie immer werden wir da als Bremen uns auch bundestreu verhalten. Ein anderer Punkt, über den lange diskutiert wurde, war die Frage des Homeoffice. Wenn man das Virus in der Verbreitung bekämpfen will, dann muss man soziale Kontakte reduzieren. Und da zeigt sich, dass zwar die Mobilität der Menschen zurückgegangen ist und dadurch Kontakte reduziert werden und das führt auch zur Unterbrechung von Übertragungswegen, dass aber immer noch viel weniger Leute im Homeoffice sind als zum Beispiel während des Frühjahrs-Lockdowns, dass da also noch Luft nach oben ist. Und da haben wir gedacht, Appelle helfen da nicht weiter und haben tatsächlich jetzt eine Pflicht vereinbart. Arbeitgeber müssen Homeoffice überall dort anbieten, wo es möglich ist und die Tätigkeiten ist, zulassen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist also nicht nur ein moralischer Appell, sondern das ist tatsächlich eine Rechtspflicht. Aber Sie sehen natürlich nur da, wo es möglich ist, und die Tätigkeiten es zulassen. Und an dieser Stelle, ich weiß, dass ja auch viele Menschen zuhören oder zugucken, ja, es gibt natürlich auch viele Tätigkeiten, da ist gar kein Homeoffice möglich, weil wenn der Müll abgeholt werden muss, dann geht das nicht aus dem Homeoffice heraus. Und Polizei und Feuerwehr können kein Homeoffice machen und die Menschen, die in den Krankenhäusern oder in den Arztpraxen arbeiten, können ihre Tätigkeit nicht im Homeoffice erbringen und beim Verkaufen im Einzelhandel ist das nicht möglich. Es gibt also viele Bereiche und ich weiß, dass da natürlich auch ein Gefühl der Ungerechtigkeit entsteht, dass gesagt wird, die einen können ins Homeoffice und ich muss vor Ort weiterarbeiten. Ich kann das absolut verstehen. Der Sinn, dass wir mehr Homeoffice machen, da wo es möglich ist, liegt einfach darin, dass insgesamt die sozialen Kontakte dadurch reduziert werden, dadurch insgesamt das Virus sich weniger ausbreiten kann und dadurch alle Menschen was davon haben. Aber ich kann natürlich absolut verstehen, dass aufgrund der unterschiedlichen Tätigkeiten und der unterschiedlichen Arten von Tätigkeiten es für manche Menschen viel einfacher ist, ins Homeoffice zu gehen, als das für andere Menschen der Fall ist. Wir haben auch über das Thema Impfen lange gesprochen, viel Detailliertes dazu diskutiert und aufgeschrieben. Ich habe dann mal einen Vorstoß gemacht, mit dem ich beim letzten Mal noch gescheitert bin bei der letzten Konferenz, nämlich tatsächlich das, was der Bundesgesundheitsminister als seine Privatmeinung immer schon sagt, das tatsächlich zum offiziellen Beschluss mal zu machen, nämlich zu sagen, unser Ziel muss es sein, bis Ende des Sommers allen Impfwilligen in Deutschland ein Impfangebot gemacht zu haben. Das ist schon eine echte Herausforderung, das hinzukriegen, aber es ist jetzt in den Beschluss aufgenommen worden. Das heißt, das ist jetzt das Ziel von Bund und Ländern, natürlich daran gebunden, dass genug Impfstoff zur Verfügung steht. Das ist ja auch klar, weil wir viele Rahmenbedingungen gar nicht kontrollieren, aber es ist wenigstens jetzt ein Schritt nochmal dahin, dass sich die Anstrengung von Bund und Ländern auf einen definierten Termin konzentriert und nicht sagt irgendwann, sondern Ende des Sommers, bevor die nächste Welle jahreszeitlich bedingt von Infektionen anstehend, dass man dann auch tatsächlich allen Impfwilligen ein Impfangebot gemacht hat. Manchmal muss man bestimmte Positionen immer mal wieder vortragen und wenn man dann Glück hat, dann werden sie irgendwann auch aufgenommen, weil dann gesagt wird, dann hört er endlich auf zu nerven, dann lass uns diesen Satz dann auch mal aufnehmen. Gut, und wir haben uns natürlich auch sehr stark darüber Gedanken gemacht, wie wir die Sequenzierung vorantreiben können, um die neue Mutation besser entdecken zu können. Ich will Ihnen noch eins abschließend sagen, in der Perspektive, was ich eben vergessen hatte zu erwähnen, das passt aber zur Sequenzierung und nochmal auch zur Mutation. Wir tun natürlich alles bei dem, wo wir vorgehen, auch im Bildungsbereich, um die Dinge so sicher wie möglich zu machen. Wir haben deshalb ja auch allen Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern und auch den Beschäftigten in den Kitas angeboten, sich testen zu lassen.
Die detaillierte Auswertung dieser Tests, die steht noch aus. Die wird am Mittwoch oder am Donnerstag erfolgen. Aber wir haben ungefähr jetzt so 18.000 Testergebnisse vorliegen. Und alle, die da positiv getestet wurden, die Zahlen, die sind schon in den letzten Tagen in unsere offiziellen Zahlen eingegangen und haben trotzdem die Inzidenz nicht groß nach oben getrieben, obwohl das ja ungefähr die dreifache Menge an Tests war, die wir dann durchgeführt haben, die wir sonst so pro Woche durchführen. Wir haben in der Tat bei den 18.000 Tests ungefähr eine Positivquote von 0,3%. Das wäre also jeder 350. Entdeckt. Das hat uns nochmal gezeigt, dass es wichtig ist, sowas anzubieten. Das hat uns allerdings auch gezeigt, dass sich tatsächlich die Dunkelziffer und das Dunkelfeld der Infektionen in Bremen derzeit sehr in Grenzen hält. Und wir wollen auch künftig mit anlasslosen Stichprobentests, sogenannten Radartests, uns immer wieder ein Bild von der Situation machen, nicht nur die Leute, die zu uns kommen und sich testen lassen, weil sie vielleicht auch Infektionen oder Symptome haben, sondern auch anlasslose, stichprobenartige Tests, Radartests, mit denen dann auch immer geguckt werden kann, ob sich da irgendetwas entwickelt, was wir sonst nicht mitkriegen würden. Und das ist eine der Perspektiven. Wir werden jetzt, ich habe schon gesagt, morgen und übermorgen im Senat darüber beraten. Ich kann mir vorstellen, dass es auch eine Sondersitzung der Bürgerschaft gibt zu dem Thema, aber das muss die Bürgerschaft entscheiden. Freitagmorgen. Freitagmorgen. Ist jetzt auch schon beschlossen worden, sodass auch dann der Entwurf der neuen Verordnung, den wir natürlich als Senat erstellen, dass das der dann auch in aller Öffentlichkeit, wie sich das gehört, im parlamentarischen Raum diskutiert wird, vielleicht so gebilligt oder vielleicht dann auch noch verändert wird. Ja, das ist die Perspektive. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören und stehe natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Besten Dank. Wer hat eine Frage? Jürgen Hinrichs, Weserkurier. Herr Bubenschulte, Sie müssen zwar noch beraten im Senat, wie Sie eben sagten, aber senden Sie doch bitte schon mal eine Botschaft. Bleiben in Bremen die Schulen geöffnet? Ich habe gesagt, wir haben die Beschlüsse verlängert und wie wir jetzt mit der Maßgabe, da restriktiver die Beschlüsse anzuwenden, umgehen, das werden wir im Senat beraten. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass die Bildungssenatorin ein entscheidendes Wort mitredet oder das entscheidende Wort und dass man sich dann jetzt nochmal die Zeit nimmt und sagt, wie werden wir das umsetzen und wo müssen wir an welchen Stellen noch drehen und wo müssen wir möglicherweise Sachen verändern und wo kann es auch so bleiben, wie es ist. Das muss man ausführlich und vernünftig beraten. Das ist nicht gut, das jetzt um diese Uhrzeit mal eben aus der Hüfte geschossen zu machen. Da bitte ich um Verständnis, dass ich da erst in die Senatsberatung reingeht. Denise von der AHE von der Nordsee-Zeitung. Wird es denn diesmal eine Einheitlichkeit geben zwischen Bremen und Bremerhaven? Also auch in der Interpretation der Maßnahmen? Naja, das ist natürlich immer anzustreben und so groß war der Unterschied ja nicht. Aber natürlich muss man das gut miteinander diskutieren. Bildungspolitik ist Landessache. Trotzdem ist es ganz wichtig, sich eng miteinander auszutauschen, weil natürlich die Umsetzung in der Praxis immer eigene Akzente hat. Übrigens, das ist in jedem Flächenland nicht anders, dass es dann zwischen den Kommunen und den einzelnen Schulen natürlich auch mal Unterschiede gibt. Das ist sozusagen auch das ist keine Bremer Besonderheit. Hier fällt es noch manchmal stärker auf, weil es zwei Kommunen nur gibt und nicht ein paar hundert. Jürgen Hinrichs nochmal. Zur Maskenpflicht. Sie fanden das ja ganz gut, was Markus Söder in Bayern gemacht hat, ab Montag eben die FFP2-Maske verpflichtend zu machen in Geschäften und in ÖPNV. Nun ist anders entschieden worden von den Ministerpräsidenten und Präsidenten. Könnte es sein, dass Sie am Ende auch dort landen, wo Söder schon ist? Also, ich habe ja gesagt, erstens, ich kann der Idee was abgewinnen, weil wir in Bremen die Vorreiter beim Verteilen von FFP2-Masken waren. Wir haben ja 1,7 Millionen Masken im November verteilt
an Menschen über 65, was möglicherweise auch was dazu beigetragen hat, dass wir mit unseren Inzidenzen jetzt ganz gut dastehen. Und aus dieser Erfahrung heraus habe ich gesagt, ich halte das für eine gute Idee, aber es gibt zwei Voraussetzungen. Erstens, die Masken müssen überall verfügbar sein und sie müssen auch für den kleinen Beutel, den kleinen Geldbeutel erschwinglich sein. Die Frage ist, ob man das mit FFP2-Masken hinkriegt oder ob man das mit OP-Masken besser hinkriegt. So wie wir es jetzt beschlossen haben, ist ja der Begriff medizinische Masken. Und sowohl die Erfüllung der Maskenpflicht mit OP-Masken kommt in Betracht, als auch mit FFP2-Masken. Wir werden jetzt im Senat diskutieren, wie wir damit umgehen. Ich gehe davon aus, dass wir uns da eng an den Beschluss halten. Und der Beschluss heißt oder gibt den Spielraum, mit jeder Art von medizinischer Maske diese Anforderung des Beschlusses zu erfüllen. Also es wird eine Maskenpflicht geben mit medizinischen Masken. Unklar ist, ob mit OP-Masken oder mit FFP2-Masken. Es gibt Argumente für die eine Variante, gibt Argumente für die andere. Das müssen wir uns genau angucken, ob bei FFP2-Masken die Anforderung der allgemeinen Verfügbarkeit und vor allen Dingen der ökonomischen Erschwinglichkeit gegeben ist oder hergestellt werden kann. Das müssen wir gucken. Und ob bei den OP-Masken letztendlich die Effektivität so ist, wie wir uns das vorstellen. Aber das werden wir in Ruhe beraten und werden dann eine Entscheidung treffen, die dann natürlich auch in der Bürgerschaft diskutiert werden wird. Denise nochmal. Wenn die Bürgerschaft am Freitag beschließt, bedeutet das, dass die Verordnung dann ab Montag gilt, ab kommendem Montag? Da gehe ich von aus. Ich wollte noch mal fragen, inwiefern ist denn diese Homeoffice-Pflicht, die Sie eben angesprochen haben, schon weiter eingegrenzt worden? Mir ist jetzt natürlich klar, dass ein Busfahrer oder so nicht im Homeoffice arbeiten kann. Wie sieht das denn aber jetzt aus bei Bürojobs beispielsweise, wo es dann vielleicht auch an der Ausrüstung liegt? Also wenn zu Hause mein Rechner zum Beispiel einfach nicht so gut ist, reicht das schon als Grund, dass ich nicht im Homeoffice arbeiten kann? Oder ist der Arbeitgeber dann gegebenenfalls in Anführungszeichen verpflichtet, mir gegebenenfalls einen Arbeitsrechner oder Ähnliches zur Verfügung zu stellen? Das wird sich im Einzelfall so nicht beantworten lassen, sondern, oder das wird sich generell nicht beantworten lassen. Das kommt immer auf den Einzelfall an, auf die Gesamtheit der Umstände des Einzelfalls. Das kann ich nicht allgemein sagen. Und es wird ganz, ganz viele Zweifelsfragen auch geben. Das Entscheidende ist, sich jetzt nicht an den Zweifelsfragen aufzuhängen, sondern an den ganz, ganz vielen, in den ganz, ganz vielen Fällen tätig zu werden, wo es sehr klar und eindeutig ist, dass Homeoffice möglich ist. Das hat ja der Frühjahrslockdown gezeigt, dass es ganz, ganz viele Bereiche gibt, wo das im Moment nicht genutzt wird. Die muss man zuerst ausfüllen und dann wird man sich sicherlich auch den Zweifelsfällen zuwenden. Und das wird jeder Arbeitgeber zusammen auch mit seinen Arbeitnehmern dann diskutieren, aushandeln, sicherlich auch mal darüber streiten. Das ist aber bei jeder Anwendung von allgemeinen Gesetzen so und ist hier nicht anders. Gut, ich überlege noch einen Moment, ob nicht doch noch eine Frage ist, sonst danke ich allen, die noch so lange geblieben sind. Wenn noch O-Töne gewünscht sind, gerne. Ja, schönen Abend für alle. Bis zum nächsten Mal.